dass die Idee von in unserer Mitte auch ist, Flüchtlingen, aber was heißt das? Einfach Leuten, die auf der Flucht sind und hierher gekommen sind, die Möglichkeit zu geben, mitzumachen, sich hier zu engagieren, selber zu entfalten, nicht gezwungen zu sein, einfach nur Sprachkurse zu machen oder dauernd zu Ämtern zu geben, sondern selber auch sich kulturell einbringen zu können. Hallo, ich bin Jan. Hallo, ich bin Charles. Hallo, ich bin Petra. Danke. Die schauen euch so an und dann weichen sie ein bisschen zurück und schauen euch quasi blöd an. Normale Statisten, die man am Theater oft hat, weil halt, weiß ich, ein paar Polizisten auftreten oder ein Wirt, der nicht sagt, serviert ein Bier oder so etwas, das sind die klassischen Statistengeschichten. Und Statisten sind halt so ein Mittelding, die sind keine Schauspieler. Ging er hinaus und sprach zu ihnen. Wen suchen wir? Ja. Wo ist? Wen sucht ihr? Die Natürlichkeit der Bewegung, die Natürlichkeit des Sprechens zu suchen von Nicht-Leuten, die nicht Theater spielen können und es auch nicht wollen unbedingt, sondern die was anderes wollen, die einfach ihre Stimme da. Also Hussein, Korea Alima. Faisal Eshaqi, aus Kurdistana Bakura. Also Hlama, Schramm Schlogan Dessihama. Also ich heiße Sylvia Ay. Das eine Mal hast du eh angedeutet, wo nimmst du sie richtig ab? Gefühlsmäßig klar wurde, da gehören solche Leute auf die Bühne, die Schicksale dieser Menschen nachspielen, sondern wir sollten uns auch mit denen verbinden, indem wir solche Leute auch suchen, die damit mehr Verbindung haben und die auf die Bühne zu stellen. Kusten habu, harb habu, am shamebun, mnel mantika jazirebun. Die sind genügsam, diese Menschen. Die brauchen nicht so viel. Nur halt, dass sie, ja, wie gesagt, bei uns in der Nähe wären, vielleicht ein größeres Zimmer hätten. Es ist einfach dramatisch und nicht hinzunehmen, dass so viele Menschen jetzt auf der Flucht selber sterben oder gar nicht die Möglichkeit haben zu fliehen, in Lagern festsitzen, im Mittelmeer ertrinken, in erbärmlichsten Umständen leben. Das heißt, Europa, ich beziehe es jetzt mal auf Europa, es gibt es ja auch in Asien, also in Malaysia, muss Wege finden, diesen Menschen auf der Flucht Perspektiven zu öffnen. Ich bin protestantisch. Es gibt manchmal Momente, wo ich dann auch in der Wirklichkeit Religion gut finde. Ich habe kein menschliches Bild von Gott. Dass alle diese Fragen, die sich hier auf Jesus beziehen, auf eine fast erschreckende Weise, die man in den Schicksalen und unserer Statisten findet und man sie unmittelbar auf sie anwenden kann. Also wenn ich diese Fragen an Jesus, die in dem Stück vorkommen, dass das Volk schreit, weg, weg, weg mit ihm, oder dass das Volk schreit, wir haben ein Gesetz und das Gesetz ist das Allerwichtigste. Und wenn man, oder wer hat dich so geschlagen oder verhöhnt, verspottet? Also das Schicksal, das Jesus-Schicksal aus der Geschichte lässt sich einfach sehr, sehr unmittelbar verbinden mit dem Schicksal von diesen Statisten und von den Menschen, von denen wir auch sprechen wollen.